Wir haben ja vier Characters. Und der Max spielt am liebsten der Pinkig und ich gegen der Orange. Also ich habe ganz viele verschiedene gemacht und dann habe ich sozusagen die ausgewählt, die vier, die uns am besten gefallen haben. Und ja, und dann von der Farbe habe ich geschaut, dass sie sich unterscheiden, dass man immer weiss, welcher das man ist. Ja, es gibt unterschiedliche Levels. Wir haben hier ist Spintane, das ist der eine Charakter. Also jedes Level hat eigentlich gehört einem Charakter, kommt von dort. Jedes Level hat dann auch unterschiedliche Mechaniken. Zum Beispiel das ist jetzt einfach das Standard-Level. Dann haben wir da können alle Kugeln abprallen voneinander von der Wand. Da haben wir Portals drin, das heißt, man kann so durchgehen und durchschießen. Da haben wir wieder eine zweite Variante vom Bintane-Level. Da ist das Cloud-Level, wo einfach alle Plattformen durchlässig sind. Das heißt, man kann durch alles durchschießen. Und da haben wir das Eis-Level, wo Eiszapfen runterkommt und wo man dann auch die Gegner so durch das kann umbringen kann. Und typische Runde geht auf 10 Kills. Also dann, wer schafft das erst, die 10 Kills zu haben? Aber man sieht das immer sozusagen, wenn eine Kugel in die Nähe von jemandem von uns kommt, dann gibt es die Zeitlupenblase. Das heisst, wenn man stirbt als Figur, dann kann man quasi, hat man noch ein neues Leben. Genau, ja. Aber wir spielen jetzt halt hier nur das zweite, aber man kann so das dritte oder das vierte spielen. Und wenn du eins gegen eins spielst, dann ist es mehr... jetzt habe ich nicht aufgepasst. dann ist es mehr so wirklich Kampf. Und bei mehr als zwei Spielern wird es dann schnell mal sehr ein Chaos. Aber gerade bei vier Spielern und auch noch in dem Levels, wo die Kugeln von den Wängen abprallen, dann kann es auch nicht passieren, dass irgendetwas getötet wird, was man nicht erwartet hat, dass es von dort kommt. Hey, da will ich sehen, Munition! Weißt du, aber über dem Kopf sieht man, wie viel Munition das man hat. Und nicht überall, also sobald man keine mehr hat, gibt es so Munitionskisten auf der Karte, die man auch so einsammeln kann. Und dann bekommt man dann mit 6 neue Schüsse. Und am Anfang die Spieler ab vor allem einfach einsammeln, wenn sie können. Und unsere Profispieler, also die jetzt auch in Swiss Made Game League spielen, die sind mega so drauf, dass sie echt kontrollieren und schauen, dass sie immer alle Munitionspäckchen bekommen und dass der andere keine bekommt und so. Was ein recht taktisches Element gibt. So, das Design ist eigentlich so mega lieblich eigentlich. Ist das irgendwie mal anders gewesen? Eigentlich ist so das Shooter-Game erinnern. Also denke ich, jetzt müsste ein bisschen düster sein. Wie ist das Design geworden? Also wir haben am Anfang, ganz wirklich, also im ersten sozusagen Prototyp, haben wir noch so Ninjas-artige Figuren gehabt, die dann uns selber entsprochen haben. Also es hat jemand mit grünen Haaren, jemand, der Max entsprochen hat, und dann noch zwei von unseren Kollegen an der ZHD gehabt. Und nachher haben wir für den Bachelor haben wir dann sozusagen das Ganze redesigned. Und dort haben wir, also wir haben sozusagen versucht, Zielgruppe ein bisschen genau zu bestimmen und wir eigentlich wollen, dass es für, also wenn wir, halt, also wir haben zwar auch sehr viele über 20-Jährige, die spielen, aber wir haben halt gleichzeitig auch sehr viele irgendwie, also schon irgendwie 8-Jährige, die es cool finden und wir wollten halt nicht, wollen, dass es dann für sie wie eingeschränkt wird, nur weil es irgendwie mega brutal wäre oder so. Und dann haben wir uns eigentlich für die, wie, es ist wie eine Art Stofftierli und Spielzeug, also dann schon, wenn sie sterben, dann gehen sie wie kaputt und werden dann wieder zusammengesetzt. Ja, wir haben auch wollen, dass wir eigentlich so das Sterben richtig übertrieben können darstellen können. Genau, aber ohne, dass es brutal ist. Also und? Jetzt sind sie halt ja wirklich zerrissen und es gibt Sachen, wo sie, mit denen sie gefüllt sind, werden auseinandergespickt und so. Und wenn wir das Ganze halt mit realistisch machen, dann wird es halt mega schnell so gory werden. Und das, ja, das haben wir eigentlich verhindern. Wenn ihr jetzt die vier Charaktere durch eine Lizenzfigur ersetzen könntet, also wie zum Beispiel Super Mario oder so, welche vier wären das? Also ich glaube, ich würde sagen, der Bintane, also unser blauer Charakter, würde fast am besten Pikachu passen. Weil er ist so wie eine depressive Version von ihm.
Und sonst, habt ihr noch gerade eine Lieblingin im Sinn, die ihr gerne im Spiel hättet? Man versucht ja, etwas zu machen, wo neu ist und, genau. Und irgendwie etwas zu finden, wo dann nicht unbedingt, wo man nicht unbedingt gerade sieht, ah, das ist die Figur, sondern eigentlich habe ich eine eigene Welt zu erschaffen. Und ist das nicht etwas, wo man sich mega stark Gedanken macht im Vorhinein. Viele Leute sagen auch noch, dass recht viel von Adventure Time hat. Das ist so eine Cartoon-Serie, wo halt Charaktere sind wie nicht perfekt. Also sie sind alle halt eher so ein bisschen Aussenseiter und haben alle so ihre negativen Eigenschaften. Also die Adventure Time-Figur würde sich sicher auch mega gut eignen in dieser Welt. Nein. Also ich glaube, am coolsten ist ja halt immer die Momente, wenn zum Beispiel genau jetzt das passiert ist, was ich jetzt gemacht habe. Also entweder wenn halt der andere wirklich einfach mega blöd noch wegkommt, oder wenn man selber, also irgendwie es kommt so eine mega Salve von vielen Schüssen auf dich zu und du dodgest dann einfach zwischen allen noch in letzten Sekunden durch und der andere nervt sich dann so richtig, dass er einfach nicht geschafft hat, dich zu treffen. Das ist schon das, was am meisten Spass macht. Ja. Und was mega cool ist, wenn du andere Leute siehst, spielen, dass es halt wirklich immer die Momente gibt. Also die Leute können irgendwie ein Spiel spielen und irgendjemand muss plötzlich lachen, weil eben irgendjemand getroffen worden ist oder doch getroffen worden ist oder noch in der letzten Sekunde ausgewichen ist und so. Ja, und es gibt auch, jetzt gerade so mit den Eiszapfen gibt es halt mega viele so Momente, wo unerwartet sind, wo man halt einfach ein paar Sachen gerade zufällig miteinander auftreten, dass halt zum Beispiel ein Eiszapfen runterfällt, gleichzeitig noch eine Kugel an einer anderen abprallt, in einer ganz komischen Art und Weise und man dann durch etwas, was man voll nicht erwartet hat, dann Situationen entsteht, wo dann entweder gut ist oder schlecht für einen, aber wo dann die Überraschung vom Spiel ausmacht, ohne dass es eigentlich random ist, weil es ist halt letztendlich liegt es trotzdem an deinem Skill, dass du die Situation hättest können verhindern. Gibt es etwas, was noch anders machen, wenn ihr wieder mal so ein Game macht oder das vielleicht noch weiterentwickelt? Vielleicht besser einen Marketingplan haben. Oder ganz, also sozusagen Zeug ist auch ganz schwierig vorher zu wissen, aber halt ganz, wenn wir was rausbringen und wenn wir wen erreichen und so, dann haben wir schon ein paar Mal wieder verschoben. Also am Anfang hat es geheißen, wir machen Early Access und dann hat es geheißen, okay, nein, wir warten, bis wir den Online-Modus haben und dann ist eben Twitch gekommen und dann haben wir gefunden, oh nein, wir wollen zuerst auf Twitch. Und so Zeugs ist halt aber dann recht anstrengend. Aber das ist halt auch gäbig, wenn man es schon mal gemacht hat, dann hat man eine bessere Erfahrung. Ja, und als kleines Studio hat man auch, wie man hat Freiheit, so etwas zu machen. Wenn halt irgendwie dann 20 Leute oder so am Spiel arbeiten, dann ist es dann plötzlich viel schwieriger, so Entscheidungen zu treffen, wo man sich dann auf verschiedene Situationen anpasst. Das ist schon ein Vorteil von einem kleinen Entwicklerteam. Grundsätzlich gibt es halt viele Sachen, die wir gelernt haben und wo wir dann, aber es sind mehr so Sachen wie das ist die beste Art, wie man eigentlich schafft oder genau. So sollte man bei sonstigen Entscheidungen sollte man irgendwie das vielleicht eher beachten als etwas anderes. Aber es ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo wir gefunden haben, irgendetwas, wo wir finden, so, okay, wenn wir das gemacht hätten, dann wäre es jetzt viel, viel besser oder so. Und habt ihr schon Feedback bekommen von den Ligaspielen? Oder ist allgemein Feedback zurückgekommen? Ja, also wir kriegen sehr viel Feedback. Sehr viel Feedback. Das ist mega cool eigentlich. Ja, das ist wirklich super. So irgendwie kann man noch das machen und das könnte man auch noch drin tun, das wäre eigentlich auch noch cool und so. Und dann auch Sachen, die dann halt für die Liga mega wichtig sind. Aber für jetzt so, sagen wir mal, der normale Spieler eigentlich nicht so relevant ist, aber wo halt dann plötzlich relevant werden, wenn man auf einem sehr hohen Niveau spielt. Zum Beispiel, so etwas ganz Kleines ist zum Beispiel der Pause-Button. Wenn wir jetzt hier Pause drücken, dann können wir dann den Pause-Screen. Und dann, wenn man wieder startet, haben wir einfach bis jetzt gehabt, dann ist das Spiel auch weitergegangen. Und jetzt aber in der Liga ist es mega wichtig, dass halt nicht jemand einfach schnell Pause kann drücken und wieder weiterspielen, dass dann der andere völlig überrascht ist und jetzt müssen wir beide bestätigen, dass,
dass sie bereit sind. Und dann gibt es einen kleinen Countdown, was dann wirklich losgeht. Das sind halt alles so kleine Sachen, wo dann plötzlich relevant sind, wo Fahrt eigentlich gar nicht so eine Rolle gespielt hat. Ja, also wahrscheinlich die Mechanik, die wir am schlechtesten erklären im Moment durchs Spiel, ist, man kann so dashen und der Dash braucht aber Munition. Und das heisst, man muss da, wenn man den Dash macht, muss man sich das ganz gut überlegt haben, dass man den jetzt einsetzen will. Weil sonst ist man dann einfach, hat man sehr schnell dann keine Munition und kann dann einfach sonst nicht mehr interagieren. Das ist so eine Mechanik, die ein bisschen nicht intuitiv ist, aber ab dem Spiel recht die Tiefe gibt. Also ich glaube, ich habe gesagt, als Tipp die Munition nicht zu viel sparen. Also wenn es zwar mega viel Spass macht, den anderen einfach zu beballern, ist eigentlich immer besser, wenn man versucht, seine Schüsse gezielt zu setzen. Und es passiert auch mega häufig, dass man keine Munition mehr hat und die anderen dann alle einsammelt und man wegen dem dann verliert.